In Dresden ist jetzt unser Korrespondent Michael Beverungen zugeschaltet. Ich grüße Sie in Dresden. Hallo. Hallo nach Bonn. Ja, eben haben wir es gesehen. Heute Besuch von der Familienministerin, gestern der Ministerpräsident. Haben Sie den Eindruck, dass das was gebracht hat, um die aufgeheizte Stimmung ein bisschen runterzukühlen? Ja, hat das was gebracht, die Stimmung runterzukühlen? Die Frage ist, war das der Sinn der Sache, nur die Stimmung runterzukühlen? Ich glaube, der Sinn war, überhaupt wieder in eine Kommunikation einzutreten. Denn das, was wir am Sonntag gesehen haben und am Montag, das ist der Ende der Kommunikation, das ist Beschimpfung, das ist offene Gewaltandrohung und Gewaltausbrüche. Und von diesem Punkt will man sich ja in Sachsen wieder zurückentwickeln. Und da ist es, glaube ich, schon gelungen, sich ein Stück näher zu kommen und zumindest wieder ins Gespräch zu kommen. Wie schwierig das war, hat man gesehen. Und dass das jetzt mit dem gestrigen Tag nicht wieder alles prima ist. Friede, Freude, Eierkuchen, weit davon entfernt. Ich glaube, bei der starken Kritik, die ich auch gespürt habe, und ich kann es auch vorwegnehmen, auch die starke Kritik an uns, den Medien, die geäußert worden ist, da war doch der Wille zur Kommunikation auch spürbar. Und zwar auf einer anderen Ebene, eben nicht mit den Leuten, die dort in einer Demonstration für Gewalt, mit Ausländerfeindlichkeit, mit Hassparolen sorgen, sondern in einer eigenen Art und Weise. Und wie die Frau am Schluss gesagt hat, ja, das fehlt uns. Aber eins muss man auch klar sagen, der Ministerpräsident hat es gesagt, es geht dann trotzdem nicht mit einem braunen Mob, auch wenn er nicht die gesamte Demonstration ausmacht, aber mit diesen Leuten mitzugehen. Wir haben ja alle noch die Bilder vom Montag im Kopf und die Frage bleibt, warum haben sich da auch so viele, in Anführungsstrichen normale, sage ich jetzt mal, Bürger eingeschlossen? Haben Sie eine Erklärung dafür? Ja, das ist schwer zu beurteilen, aber viele haben sich ja auch erklärt, ein ganz großer Teil derjenigen, die gestern Abend bei Michael Kretschmer waren, die haben gesagt, ja, ich war am Montag auch da und ich suchte einen Ort, um meiner Trauer und auch meiner Wut Ausdruck zu geben. Und da ist sehr viel angestaute Wut. Da wurde dann aus meiner Sicht sehr viel auch runtergespielt, was am Montag passiert ist. Denn da ist schon eine Menge passiert, auch wenn es jetzt keine Schwerverletzten gab, aber immerhin 20 Verletzte. Es kam zu vielen Vorfällen und weil die Polizei unterbesetzt war, hätte es auch zu einer offenen Straßenschlacht kommen können. Das ist meine Einschätzung. Und das wird ein bisschen runtergespielt. Und trotzdem ist es doch gelungen, wieder in ein Gespräch einzutreten. Und ja, da ist man vielleicht ein bisschen vorwärts gekommen. Chemnitz, das sind ja auch viele Bürger, die mit rechten Parolen überhaupt nichts zu tun haben. Wie kann man denen jetzt eine Stimme geben? Wie kann man die stärken mit Politikerbesuchen? Ist das hier nicht getan? Nein, mit Sicherheit nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass man im Prinzip die Stimmung tatsächlich dann auch, die aufgeheizte Stimmung wieder runterbricht, zu einem entspannten Miteinander kommt, was nicht in Beschimpfung mündet. Das ist natürlich schwierig, wenn es Teile gibt, gerade bei den rechten Demonstranten, teilweise auch bei den Linken, die im Prinzip nur polarisieren wollen. Und es gibt natürlich unabhängig von denen, die sich gestern sehr kritisch geäußert haben, die ein großes Problem in ihrem Sicherheitsgefühl mit ausländischen Mitbürgern haben. Das ist sehr stark geäußert worden. Da wird auch wohl was dran sein. Aber dass man auch dem Rest der Stadt, Sie haben es gesagt, das sind noch viele, viele andere, die auch erschüttert sind und mit Befremden sehen, was da passiert, dass man die wieder zusammenbringt und sich fragt, was kann man denn verändern und was muss geschehen, damit sich erstmal vielleicht auch konkret am Sicherheitsgefühl der Bürger etwas ändert. Da hat Michael Kretschmer mehr Polizei zugesagt. Die hat man in den letzten Tagen schon gesehen. Aber offenbar war sie in den letzten Monaten und vielleicht auch Jahren nicht zu sehen. Und da muss man dann auch fragen, wie lange dauert das an und reicht das aus, um wieder zu einem entspannten Miteinander zu kommen. Und der Dialog ist wieder angelaufen. Vielleicht ein erster Schritt. Vielen Dank, Michael Beverunge, für Ihre Einschätzung.